des Morgens, in aller Frühe. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Eines Morgens, in aller Frühe, trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens, in aller Frühe, trafen wir auf unseren Feind. Ach, die Sonne, die kommt in die Höhe. Partisanen, kommt ihr dich mit euch, wenn ich fühle, der Tod ist lang. Partisanen, kommt ihr dich mit euch, wenn ich fühle, der Tod ist lang. Dieser Karrieretreff der Bundeswehr, in dem der Erstkontakt, so der Ton der Bundeswehr, mit Menschen stattfindet, die eventuell zur Bundeswehr wollen und dort das mörderische Handwerk erlernen wollen, ist einer der sichtbaren Orte der Konzeption der Bundesregierung, wie sie es in ihrer Koalitionsvereinbarung schon festgehalten haben, für eine Attraktivitätsoffensive der Bundeswehr. Mit Strategie und viel Geld, da ist es auf einmal da, soll das Bild von der Bundeswehr im Allgemeinen und von Soldaten und Soldatinnen im Speziellen in der Öffentlichkeit attraktiver werden. Man könnte es auch als Werbekampagne für eine Mordstruppe mit einem tödlichen Handwerk bezeichnen. Als ob so etwas attraktiv für Menschen wäre, die mit ihren Nachbarn gemeinsam leben wollen, die mit anderen Menschen in Frieden leben wollen. Es muss doch immer wieder deutlich und klar gesagt werden, Soldat sein ist kein normaler Beruf. Soldatinnen und Soldatinnen sind Mörder bzw. Mörderinnen. Die hauptsächliche Bestimmung, wozu Soldaten und Soldatinnen da sind, ist und wofür sie ausgebildet werden, ist, dass sie töten. Das ist das, was Soldatinnen und Soldaten lernen. Und das ist niemals und nicht attraktiv. Und wenn uns denn mit so einem Showroom auch gezeigt werden soll, wie offen die Bundeswehr ist, dass sie in der Gesellschaft anerkannt ist, dann sagen wir ganz deutlich, euer Lack und euer Glitzer können nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr einer unnormalen Tätigkeit nachgeht. Wir wollen die Bundeswehr abschaffen und wir wollen Strategien entwickeln und anwenden, die die Ausbeutung, die die soziale Ungerechtigkeit, die Armut beenden und Konflikte gewaltfrei bearbeitet. Doch die Bundeswehr, das Kriegsministerium, die regierungstragenden Parteien, die Bundesregierung, die Lobbystrukturen und die dort handelnden Personen richten sich ja hier nicht nur den Glitzerruhm und die mit den Monitoren und Werbebroschüren ein. Nein, mit der Attraktivitätsoffensive verbinden die Genannten auch, dass sich in der Öffentlichkeit das Bild und die Einstellung zu den von der Bundesrepublik, der EU und der NATO geführten Kriege ändert. Denn seit Beginn der offenen Kriegsbeteiligung der Bundeswehr 1999, die Aggression gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, gab es zwar Parlamentsmehrheiten, aber nie hat die Mehrheit in der Bevölkerung der Bundesrepublik für diese Kriege votiert. Immer gab es stabile Mehrheiten gegen die Kriege in der Bevölkerung. Das Grundgesetz wurde uminterpretiert und das Bundesverfassungsgericht erklärte mittlerweile Kriegsbeteiligung auch für möglich. Doch in der Bevölkerung blieb die Ablehnung des Krieges weiter bestehen. Die Stimmung konnte bisher nicht geändert werden. Die Menschen in der Bundesrepublik lehnen Krieg als Mittel der Politik ab und ich finde, das ist auch gut so.
Selbst als Soldatinnen und Soldaten sich in Katastrophenfällen wie Hochwasser oder Vogelgrippe unermüdlich einsetzten, konnte dieser Meinungsumschwung noch nicht erreicht werden. Die Menschen erkannten und fragten sich, warum haben wir ein ziviles technisches Hilfswerk und einen Katastrophenschutz, wenn die in solchen Fällen nicht helfen können? Warum werden unsere Feuerwehren so knapp bei Kasse gehalten, dass sie ihren Auftrag selbst in Nicht-Katastrophenfällen nicht erfüllen können? Und warum hat das Militär alles? Warum gibt es in dieser Bundesrepublik Deutschland nur Hilfe in Olivgrün? Die sind doch eigentlich gar nicht dafür da. Und ich sage dazu, die Menschen sind nicht so blöde, dass sie solche Strategien nicht durchschauen können. Sie erkennen ganz deutlich, dass auf Kosten der zivilen Infrastruktur in der Bundesrepublik die Gemeinden und die Städte kurz gehalten und das Militär alles bekommt, das was es verlangt und teilweise noch mehr darüber hinaus. Während in vielen Orten Kindergartenplätze Mangelware sind, werden extra Kitas für die Kinder von Militärangehörigen in kürzester Zeit neu errichtet. Während der Schülerinnenverkehr auf dem Lande oft nicht funktioniert und Kinder viele Warte- und Fahrzeiten aufbringen müssen, kann die Bundeswehr mit der Gegenleistung Werbung auf den Schülerinnenfahrkarten für die Kinder von 7 bis 16 Jahren den kommunalen Schülerverkehr bezuschussen. Warum fehlen also die Gelder in den Kommunen für Flüchtlingsunterkünfte, für die Feuerwehren, für die Kitas, für den Schülerverkehr, für Klassenfahrten und. Während das Militär immer dann parat ist und einspringen kann. Das kann nur im Rahmen der Attraktivitätsoffensive so laufen. Und da sage ich wiederum ganz deutlich, wir brauchen keine Mittelverschwendung für eine Attraktivitätsoffensive für die Bundeswehr und ihr mörderisches Handwerk. Wir brauchen eine ausreichend ausgestattete Zivilgesellschaft. Ich lehne Krieg und Gewalt als Mittel der Konfliktlösung ab. Hier und an dieser Stelle ist der Ausgangspunkt für viele Kriege auf der Welt, denn Krieg beginnt eben nicht erst dadurch, dass geschossen wird oder dadurch, dass durch die Medien ein Krieg vorbereitet wird in den letzten Wochen und Monaten vorher. Krieg beginnt bereits dort, wo das Militär als etwas Normales angesehen wird oder gar als etwas Attraktives dargestellt werden soll. Dieser Showroom ist ein Beispiel dafür, wie weit es in unserer Gesellschaft schon gekommen ist, wie weit die Militarisierung schon vorangeschritten wird. Das heißt nicht, dass die Militarisierung einhergeht mit Panzern auf der Straße, aber eben doch dadurch, dass es etwas Normales sein soll, Militär in der Öffentlichkeit zu sehen. Und wie normal ist es denn, wenn hier hinter mir zwischen einer Apotheke und einem Restaurant der Showroom der Bundeswehr ist? Militarisierung bedeutet, dass die Durchdringung des zivilen Lebens durch militärische Mittel oder Personen aus dem Militär so weit stattfindet, dass die Verwendung dieser Mittel und die Anwesenheit von Militär nicht mehr in Frage gestellt wird. Und da sind wir an vielen Stellen in unserer Gesellschaft leider schon. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die Militär und Krieg als normal und gerechtfertigt ansieht, dann ist die Gefahr, dass Kriege auch und sehr viel schneller passieren und stattfinden, natürlich viel größer. Verhindern wir also gemeinsam diese Art der Normalität. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner, setzen wir unseren Protest gemeinsam fort gegen die Kriege auf der ganzen Welt, für den Austritt aus und die Abschaffung der NATO, geben wir gegen den Waffenhandel und gegen die Drohneneinsetzung beziehungsweise die Anschaffung der Drohnen auch für die Bundeswehr. Verbinden wir diesen Kampf gegen Militarisierung im Innern der Gesellschaft. Schauen wir nicht nur nach draußen, sondern schauen wir bei uns auch hier vor der Tür, wie hier Krieg uns schmackhaft gemacht werden soll. Achten wir dabei immer darauf,
wer dies noch mit uns tut. Entscheidend muss auch mit sein, dass der Konsens der Antikriegs- und Friedensbewegung Bestand hat. Niemals nie mit Rassisten und Nazis gemeinsam, denn deren Frieden ist nicht unser Frieden, selbst wenn sie es behaupten und selbst wenn sie die gleichen Forderungen aufstellen wie wir und immer solidarisch mit den Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Ich danke euch. Ich bin hier, weil ich die Eskalation der internationalen Krisen, insbesondere in der Ukraine, aber auch sonst auf der Welt, ablehne. Und weil ich glaube, dass es jetzt ganz wichtig ist, dass die Friedensbewegung wieder Gesicht zeigt und dass sie ganz, ganz viele Menschen auf die Straße bringt, die sich nicht verwirren lassen, sondern die sagen, Frieden, Frieden geht nur von links. Der wichtigste der Oberbefehlshaber in den USA, Menschen einfach hingerichtet und ganze Gemeinden terrorisiert, ohne dass sie in Frage gestellt werden könnte. Es gab keine Medienberichte darüber und die Wähler in den USA und die Weltöffentlichkeit wussten nichts davon. Erst in 2008, 7 Jahre später, haben US-Friedensaktivisten in den USA die Drohnenkriege aufgedeckt. Und erst seit 2013 wissen wir etwas über die wichtige Rolle Deutschlands in dem US-Drohnenkrieg. Durch die Berichte der Süddeutschen Zeitung und Panorama haben wir gelernt, dass das afrikanische Kommando der Vereinigten Staaten in Stuttgart eine wesentliche Rolle bei den US-Drohnenkriegen in Afrika spielt. Und in 2014 haben dieselben mutigen deutschen Berichterstatter enthüllt, dass die Satellitenrelaisstation in der US-Luftwaffenbasis Ramstein auf deutschem Hoheitsgebiet eine unerlässliche Rolle bei allen US-Drohnenanschlägen im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika spielt. Die deutsche Regierung hat seit Jahren darüber gewusst und darüber gelogen und lügt immer noch. Und nun möchte die Bundesregierung auch noch in die Verbrecherbande der 3 mit Kampfdrohnen mordenden Länder aufgenommen werden? Aber diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und wir sagen nein. Zudem hat das Europäische Parlament im Februar 2004 in einer gemeinsamen Entschließung mit 534 gegen 49 Stimmen die EU-Mitgliedstaaten dringend dazu aufgefordert, die Praxis gezielter außergerichtlicher Tötungen zu verbieten und auf keinen Fall zu begünstigen. Die Bundesregierung ignoriert bis jetzt die Entschließung des Europäischen Parlaments. Wir fordern die Bundesregierung auf, sofort Verhandlungen mit der US-Regierung zu beginnen, um alle rechtswidrigen Aktionen der USA auf deutschem Territorium umgehend zu beenden. Und wir fordern die Bundesregierung in den Bundestag auf, ein klares Nein zu bewaffneten Kampfdrohnen zu sagen und sich stattdessen für die Ächtung dieser Waffe in Europa und in der ganzen Welt einzusetzen. Nur dies wäre ein würdiges und gebührendes Gedenken des 70. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus. Ein Gedenken, wofür viele besorgte Menschen auch in der ganzen Welt, übrigens auch in den USA, mein Land, dankbar sein würden. Ja, vor 14.000 Euro kostet nur dann der Miete. Wahnsinn. Thank you.
Am Steigen ist. Und es ist erschreckend zu beobachten, dass unsere Politiker, unsere Hauptverantwortlichen überhaupt nicht darauf adäquat reagieren. Im Gegenteil, sie verharmlosen alles. Sie sprechen nicht mal klare Fakten aus, dass die politische Elite die Faschisten in der Ukraine unterstützen, aktiv unterstützen. Bleibt sie doch eine Lüge. Denn wie sollen rund 5% der Wohnbevölkerung in Deutschland dieses islamisieren können oder auch nur wollen? Ja, der Schoß ist fruchtbar noch. Wie tief der Staat beteiligt ist, zeigt der Umgang mit dem NSU oder das erneute Verbotsverfahren der NPD. Aber das wird niemand zugeben. Lieber wird argumentiert, dass es unnötig ist, die NPD zu verbieten. Die Partei wäre doch im Niedergang, wie ich es in einem Interview auf Radio 1 hörte. Das mag sogar stimmen, denn wie wir wissen, organisieren sich die Faschistinnen seit längerem woanders oder schlüpfen zum Beispiel in der AfD unter. Und wer Lutz Bachmann ist, wissen wir auch. Warum rede ich als Mitglied eines Bündnisses, das für die Freilassung politischer Gefangener, gegen den gefängnisindustriellen Komplex und für die Abschaffung der Todesstrafe und vorrangig für die Freiheit von Mumia Abu Jamal kämpft, auf einer Kundgebung gegen den Krieg? Weil wir mehr wollen, wie Angela Davis sagt. Wir wollen der Todesstrafe, dem Krieg, dem Rassismus, der Ungleichbehandlung von Frauen und der kapitalistischen Globalisierung, die weltweit die Arbeiterinnen vernichtet, ein Ende setzen. Weil sich das alles eben nicht trennen lässt und weil wir nur gemeinsam den Kampf für eine bessere Welt führen und gewinnen können. Danke. Meldet jede Demonstration an, die sozusagen für eine bessere Welt in dieser Stadt stattfindet. Und jetzt darf er auch mal reden. Hier ist Uwe Hicksch von den Naturfreunden. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Waffen nieder, hat Bertha von Suttner gerufen. Und wir rufen heute genauso die Waffen nieder. Wir stellen uns den Herrschenden entgegen, die NATO, die in den USA, die in der Europäischen Union oder hier im Bundesverteidigungsministerium, das sich schon lange zum Bundeskriegsministerium entwickelt hat, glauben, Frieden mit Waffen durchsetzen zu können. Wir sagen ihnen deutlich Nein und wir werden uns ihnen entgegenstellen. Wir werden uns gemeinsam entgegenstellen, wenn beispielsweise am 9. Mai
gerade am 9. Mai das deutsche Heer hier in Berlin am Funkturm gemeinsam einen Ball des Heeres plant, um dort 60 Jahre Gründung der NATO zu feiern und gleichzeitig die Bundesregierung sich weigert, am selben Tage einen russischen Vertreter zu empfangen, um Dank zu sagen an die Sowjetsoldaten, die uns vom Faschismus befreit haben. Wir halten das für eine Schande. Und liebe Freunde und Freunde, wir stellen uns auch entgegen der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft, ganz gleich, wie es Monty vorhin ausgeführt hat, ob es am Showroom der Bundeswehr an der Friedrichstraße ist, ganz gleich, ob immer mehr öffentliche Gelöbnisse stattfinden, dass zwischenzeitlich Kindergärten in Kasernen eingeladen werden und die Kinder dort auf Panzern umsteigen können. Eine solche Gesellschaft wollen wir nicht, einer solchen Gesellschaft stellen wir uns entgegen. Und deshalb unterstützen wir gemeinsam das Bündnis Schule ohne Militär, unterstützen das Bündnis Zivilklausel an den Hochschulen durchsetzen, weil wir auch sagen, wenn dieser Staat auf der einen Seite immer mehr Gelder streicht für die Hochschulen, wenn die Studierenden nicht mehr anständig unterrichtet werden können und auf der anderen Seite dem Bundesverteidigungsministerium über den Bundesverteidigungshaushalt immer mehr Geld zur Verfügung stellt, damit militärische Planungen an den zivilen Hochschulen stattfinden können, um sie stückchenweise zu militarisieren, so sagen wir Nein und stellen uns dem entgegen. Und liebe Freunde und Freunde, wir sagen auch der Bundesregierung, gerade hier an diesem Ort, wo ja mit dem, was wir hinter uns sehen können, Humboldt vor... Das waren bestimmt die Militaristen gewesen. Militaristen, ich bin mir ganz, ganz sicher. Und wir sagen hier gerade an diesem Platz im Lustgarten, wo das neue Humboldt-Forum gebaut werden soll, dass das stückchenweise Umdefinieren der deutschen Geschichte hier beispielsweise im Humboldt-Forum, wo die Zeit des Kolonialerbes Deutschland positiv dargestellt werden soll, dass wir eine solche Geschichtsschreibung nicht wollen. Geschichte muss aufgearbeitet werden. Deutschland muss beispielsweise seine Verantwortung am Armenier-Genozid, der vor auch fast 100 Jahren stattgefunden hat, endlich bekennen und muss bereit sein, denjenigen entgegenzukommen und Entschuldigung zu sagen. Hier aber mit dem Humboldt-Forum soll deutsche Geschichte umgedichtet werden. Dieses Humboldt-Forum entsteht ja genau an einem Platz, der stand schon immer für Militarismus, nämlich dem König- und Kaiserschloss, das dem Palast der Republik, dem der Palast der Republik weichen musste, wo auch mit diesem Schloss neue deutsche Geschichte geschrieben werden soll. Und ich möchte deshalb daran erinnern, liebe Freunde und Freunde, einen Tag bevor der Erste Weltkrieg begann, hat hier im Lustgarten die letzte große Antikriegsdemonstration in Berlin mit damals über 100.000 Menschen stattgefunden, aufgerufen, um das zu sagen, hatte die damalige Sozialdemokratische Partei, die einen Tag später dem Krieg zugestimmt hat. Wir stehen auch heute hier ganz im Sinne der Tradition von Karl Liebknecht, von Rosa Luxemburg, um deutlich zu machen, wer von Kapitalismus redet, darf von Krieg nicht schweigen, weil das eine und das andere leider immer mehr zusammengehört. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, sagen wir Nein zur Militarisierung der Außenpolitik. Wir fordern, zieh die 2730 Soldatinnen und Soldaten, die sich im Auslandseinsatz befinden, zurück. Wir fordern, stoppt alle Auslandseinsätze der Bundeswehr, egal ob in Afghanistan, in Afrika, sei es im Mittelmeer oder in anderen Bereichen. Wir wollen die Bundeswehr nicht zu einer weltweit interventionsfähigen Armee immer weiterentwickeln und fordern deshalb Bundeswehr zurück, Schluss mit den Auslandseinsätzen. Und liebe Freunde und Freunde, der Skandal geht ja weiter. Wenn die Bundesregierung angedeutet hat und bereits schon mehr oder weniger beschlossen hat, dass in den nächsten Jahren der Bundesverteidigungshaushalt um insgesamt 8 Milliarden angehoben werden soll. In einem Land, wo nach den neuesten Umfragen des Paritätischen Wohlfahrtsverband zwischenzeitlich 20% der Menschen in Armut leben müssen, dann sagen wir, es ist ein Skandal auf der einen Seite, immer mehr Geld in Rüstungsgüter, in
in die Bundeswehr zu stecken und auf der anderen Seite die Armut in diesen Staat zunehmen zu lassen. Streicht endlich den Rüstungshaushalt zusammen und gebt es in die soziale Infrastruktur dieses Landes. Dann seid ihr eine Regierung, die den Begriff sozialdemokratisch und christlich überhaupt noch verdient hat. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, treten wir auch dafür ein, dass endlich die Rüstungsexporte gestoppt werden müssen, dass endlich durchgesetzt werden muss, dass Rüstungsindustrie in diesem Land abgebaut wird, weil wir der Überzeugung sind, produzieren für den Tod ist falsches Produzieren, produzieren für das Leben ist gut. Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen bei der IG Metall dabei unterstützen, endlich Rüstungskonversionsprogramme aufzuleben und lieber Windkraftanlagen, lieber soziale Einrichtungen zu bauen als Rüstungsgüter. Und liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich zum Schluss sagen, die Friedensbewegung war immer bunt gewesen und hat mit unterschiedlichsten Formen des Widerstandes gezeigt, was sie denkt über Krieg und Frieden. Wir sind heute, glaube ich, alle im Herzen bei den Blockiererinnen und Blockierern, die heute in Büchel sitzen und die Atomwaffen der USA in Büchel blockieren und wünschen ihnen viel Ausdauer, gutes Wetter und das Büchel 65, das in den nächsten 65 Tagen Büchel jeden Tag blockieren möchte, zu einem Erfolg wird und die Atomwaffen endlich aus Deutschland rauskriegt. Wir fordern aber auch gemeinsam, dass endlich die Herrschenden in der Welt, und zwar der USA, genau wie Frankreich, genau wie Großbritannien oder Russland, sich zusammensetzen müssen und endlich Atomwaffen verbieten müssen und den Herrschenden, die Atomwaffen, die Massenvernichtungswaffen herstellen, endlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ich denke, ein Staat, dass der damit droht, Atomwaffen gegen andere Menschen einsetzen zu wollen, eine Regierung, die so etwas tut, gehört normalerweise vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, gehen wir jedes Jahr Ostern auf die Straße. Wir machen gemeinsam deutlich, dass die Friedensbewegung in diesem Land so lange auf die Straße gehen wird, bis der letzte Soldat zum Zivildienstleistenden bzw. zum Altenpfleger oder zur Altenpflegerin geworden ist. Wir erklären dem Krieg, dem Kriege, wir erklären dem Militär, dem Krieg und sagen deutlich, wir werden gegen das Militär kämpfen, mit Sitzblockaden, mit zivilen Ungehorsam und natürlich auch mit dem Ostermarsch. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Okay, ich bin Sandra, ich bin heute hier 2015 beim Ostermarsch in Berlin, weil wir für Frieden und gegen Krieg, gegen die Militarisierung in Deutschland, aber auch in anderen Ländern dagegen protestieren. Wir wollen eine friedliche Welt, wir wollen, dass die Welt produziert für Nahrungsmittel und für alle, was alle brauchen, in Bildung, Geld reinkommt.